und herzlich willkommen heute am 8. Dezember. Heute haben wir gerade eben den großen Probealarm gehabt und was kann ich sagen, mein Handy hat sich überhaupt nicht gerührt, es ist kein Alarm gekommen, gar nichts. Also das scheint schon mal gut zu funktionieren. Aber die Alarmsirenen, sie haben geheult hier bei uns in Düsseldorf und ja, es war mal wieder sehr laut. So. Ich habe jetzt nur noch 21 Minuten auf meiner Kamera, auf meinem Akku, bevor ich den wechseln muss. Ich habe den Akku oben, deswegen ja, heute leider auch keine Vorlesung von der Erika, beziehungsweise Informationen von der Erika, das müssen wir dann auf morgen verschieben, es tut mir leid. Ich bin noch ein bisschen im Stress, aber nichtsdestotrotz möchte ich mir jetzt Zeit nehmen. Ihr hört es auch, ich bin auch irgendwie extrem verschnupft und erkältet, aber wie gesagt, wir machen jetzt das nächste Adventskalender-Türchen auf, beginnen mit den drei Fragezeichen. Und die Story geht folgendermaßen weiter. Peter zog seine beiden Freunde zu sich. Seht ihr das? Einer der Besen wurde angesägt. Also doch der Besen. Für den Stuntman wäre das eine Katastrophe. Bob reagierte sofort und tauschte unauffällig den präparierten Besen aus. Nun kann nichts mehr schiefgehen, aber jetzt wissen wir hundertprozentig, dass Sabotage im Spiel ist. In diesem Moment wurden sie von der Stimme des Produzenten unterbrochen. Er sprach durch ein Megafon. Alles auf die Plätze, Kamera und Ton bereit halten. Wir drehen die Szene aus dem Inneren des teuren Oldtimers. Und denkt daran, wir haben nur einen Versuch. Die Szene spielt vor über 70 Jahren und ich möchte nichts Modernes im Bild sehen. Keine Cola-Dose, keine Digitale und nichts, was den Stunt unterbrechen... unbrauchbar machen könnte. Und Action! Jetzt raste der Oldtimer auf den Stuntman zu. Dieser balancierte auf den beiden Besen. Gebannt blickten alle auf den Monitor. Stoppen Sie den Stunt, rief plötzlich Justus. So, was habe ich wieder vergessen, bevor wir jetzt hier rätseln? Ich blende euch das vorher schon ein, keine Sorge. Nur, ja, jetzt habe ich hier natürlich wieder das Problem mit dem Licht. Es ist doch zum Heulen. So, jetzt, wie gesagt, ich blende euch das vorher schon ein, keine Sorge, aber ich habe es jetzt erst gemacht. So, also, das Radio, die Öldruckanzeige, die Quarzuhr oder das Mobiltelefon? Ja, das Mobiltelefon. Da liegt ein Mobiltelefon auf dem Armaturenbrett. Das ist nicht gut. Die Öldruckanzeige. Das ist doch ein Handy, oder? Doch, ja. Mobiltelefon, also die vier, wir blinzeln mal, jetzt alles ohne Brille. Es ist eine gute Frage. Ja, doch, die 4. Es ist die 4. So, die 4 haben wir. Oh mein Gott, hoffentlich kann ich das jetzt erkennen. Also, es ist wirklich zum Kotzen. Ich habe jetzt hier stundenlang gesucht. Es kann eigentlich nur dieses hier sein, weil wenn wir gucken, hier unten drunter gibt es ja so einen, ja, so einen gelben Halbkreis. Und das könnte eigentlich nur das hier sein. Das würde bedeuten, dass wir dieses hier aufmachen müssen. Also, es ist wirklich zum Heulen, dass das irgendwie dieses Jahr ich kein Glück habe. So, Spur, ist es jetzt das Richtige? Es ist das Richtige. Meine Herren, ey, war das eine lange Geburt. Junge. So, jetzt, ja, wie gesagt, auch hier wieder leider Gottes mit der Lichtreflexion. Jetzt geht mein Handy auch noch auf Blitz von gerade. So. Justus, Peter und Bob haben zwar einige Indizien, die auf Sabotage hinweisen, sie konnten aber noch keine Spuren sichern. Mit den Spurenkärtchen im heutigen Türchen kannst du deine Fundstücke am Tatort markieren und in einem Bild festhalten. Beschrifte das oberste Blatt mit der jeweiligen Spurennummer, reiße es ab und knicke es in der Mitte. Stelle es nummerierten, ja, also wie am Tatort, das kennen wir ja.
Das möchte ich jetzt natürlich nicht machen, weil dann habt ihr natürlich nachher weniger zum Gewinnen. Dementsprechend, ja, kommt das in den großen Jackpot. Machen wir schnell wieder zu. Das war die lange Geburt des 3-Fragezeichen-Adventskalenders. Ja, kommen wir zum Passkalender. Da weiß ich ja immer jetzt noch nicht, wo lang ich jetzt soll. Das war ja die 6. Würde bedeuten, ich würde jetzt hier hochgehen. Hier das weiße Viereck deutet vielleicht auf einen Durchgang hin. Dementsprechend werde ich jetzt da hochgehen, wobei das hatte ich schon. Ach ja, das war ja das gestrige. Also gehen wir jetzt hier weiter. Das bleibt ja dann nichts mehr viel anderes übrig. Und das Ding zum Aufreißen ist jetzt hier. Wenn jetzt hier die 7 steht, dann weiß ich. Ich muss mal eben kurz was holen. Ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Ich musste halt leider mal den Akku tauschen. So, also wir machen das Türchen auf. Und wir haben wieder eine Rolle. Oh, und ich glaube sogar eine Flamme. Nein, wir haben einfach nur eine schwarze Platte. Nun gut, aber das Türchen ist leer. Wir haben die 7. Ich bin sogar halbwegs auf der richtigen Spur. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Aber ich werde mit Sicherheit nicht kapieren, was die heute von mir wollen. Aber nun gut, lesen wir erstmal. Oh, der Text ist kurz. So. Gestern Nacht habe ich noch ein wenig rumgestöbert und bin erst auf diese beiden gefrorenen Käsescheiben und dann auf diese Schriftstücke gestoßen. Das schwarze Teil sieht unbrauchbar aus, aber das Pergament ist sehr gut erhalten. Ich denke, es zeigt, wie das Mal der Träume vom Volk der Sola genutzt wird, um den Kali zu helfen. Aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht sollten wir es nun erst einmal warm machen. Soll ich das jetzt anzünden, oder was? Okay. Die Frau hält hier uns, ja, also ich vermute mal, dass auch heute ich wieder den Fehler gemacht habe, ich diesen Schweif, den wir vor 3 Tagen oder so hier im Kalender hatten, dass ich den nicht dabei habe, weil die zeigt den gerade schon wieder. Also ich meine es jedenfalls erkennen zu können, dass das der ist. Und ja, wir haben jetzt hier, ach so, Moment, das zeige ich euch mal besser so rum. Moment, es kommt ein anderes Foto. So, jetzt seht ihr nämlich auch die anderen 2 Sachen, die da heute drin waren. Also wie gesagt, die Stöcke hier, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Das ist auch nicht zum Aufkleben oder irgendwas anderes dergleichen. Es sind einfach nur 2 Stöcke. Ach doch, ich soll sie ausschneiden. Das kommt davon, wenn man die Brille nicht anhat. Also wir sollen sie ausschneiden, okay. Ja, und mit dem schwarzen hier, da weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, schön es gelesen zu haben. Schön, dass wir diesen Kalender dabei haben. Nun gut, der Sascha, liebe Grüße an dich, der MOBA-Sascha hier von uns aus der MOBA-Gruppe, hat mir gesagt, dass er sich dieses Jahr auch diesen Kalender sich jetzt nochmal geholt hat, weil er neugierig ist. Und er versucht es jetzt selber, er schreibt mir, ob es ihm gelingt, ob er den Kalender versteht von diesem Jahr. Der ist ja von letztem Jahr. Und er sagte mir aber auch, dass die Erika Noll auch bei ihm noch mit drin steht. Das heißt, die Erika ist wohl tatsächlich erreichbar. Also deswegen bin ich da schon mal ein bisschen beruhigt, dass diese Frau erreichbar ist für uns. Und dass wir dann, ich hoffe morgen, ich muss euch leider immer wieder vertrösten, dann es tatsächlich schaffen, dort anzurufen. Hier oben ist die 8. Weil ich habe echt im Moment so wenig Zeit. Ich schaffe es auch leider nicht, Let's Plays zu machen. Ich hätte gerne so, was ist drin? Es ist ein Lebkuchenhaus. Es ist so viel zu tun für mich im Moment, obwohl ich Urlaub habe, dass ich zu nichts mehr komme. Let's Plays wollte ich auch aufnehmen. Omsi habe ich mir gestern und vorgestern mal vorgenommen. Und die. Oh, Schokolade, die man zweimal isst. Ja, und ihr hört es auch an meiner Stimme. Ich bin total verschnupft. Ich fühle mich wie vom LKW überfahren, mal wieder. Ich weiß nicht, was in den letzten Monaten los ist. Ich habe einen Corona-Test gemacht, ich bin negativ.
Aber ja, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe gestern echt einen Schreck gehabt. Ich habe mir hier wieder ein kleines Türchen heute beim Lindkalender. Habe mich gestern echt erschrocken. Ich habe mir gestern mal wieder was Leckeres gegönnt, nämlich meine Funny Frisch Ungarisch Chips. Eine kleine Kugel. Und da habe ich den Schreck gekriegt, weil ich habe nämlich nichts mehr geschmeckt. Also die Chips, die haben noch überhaupt nichts geschmeckt. Und sie waren weder abgelaufen noch sonst irgendwas. Mann, komm raus. Und ja, deswegen auch jetzt heute den Corona-Test. Aber wie gesagt, er ist negativ. Dementsprechend bin ich da ein bisschen beruhigt. Moment, die gelbe, hier die Weiße, ja doch. Weiße Kugel. Lecker, lecker. So, und ja, deswegen, ich muss jetzt gleich noch was einkaufen. Dann muss ich noch nach Castrop. Dann, nee, nicht nach Castrop, nach woanders hin. Wie gesagt, der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, das war das. Kommen wir zum Play-Doh. Da hat Silke uns ja gestern ihre Skills bewiesen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was ich heute so an Skill habe. Ich kriege heute wahrscheinlich wieder so eine Ausstichfigur, wo ich die Knete wieder nicht rauskriege. Hier ist die 8. Da stecken wir jetzt unseren Finger rein. Wieder Knete und was haben wir noch? Da ist noch was drin. Was ist denn das? Es ist was außerhalb. Was? Es ist etwas außerhalb von unserem Kalender. Wir können hier ein Rentiergesicht machen. Dazu brauchen wir das Geweih und von der übrig gebliebenen Knete noch was. Das ist ja cool. Und die habe ich jetzt gar nicht hier. Ah, das ist ja Kicke. Kicke. Kucke. Kicke Kacke. Kicke Kacke, Kucke Kacke. So, dann seht ihr das hier mal. Also die braune Knete, die haben wir. Hier haben wir auch, wie wir es machen. Hier seht ihr das auch. Das finde ich eine richtig coole Idee, dass wir jetzt die übrig gebliebene Knete damit verwursten können. Das hier, wie gesagt, ist die braune. Na komm, geh auf. Herrgott! Ja, das ist die braune Knete, also sprich für das Gesicht. Das Geweih stecken wir oben rein. Ja, dann brauchen wir den blauen Ring, etwas schwarze Knete hier vom Hut, rote Knete von der Zuckerstange, weiße Knete von dem Gesicht. Ja, perfekt. Da freue ich mich drauf, das zu modellieren. Geht aber heute nicht, weil ich die ganzen Sachen oben habe. Och Mann, das wird morgen ein sehr langes Video, das verspreche ich euch. Also morgen nicht nur das neunte Türchen, sondern auch die Nachholung von heute vom achten Türchen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Das ist ärgerlich. Nun gut, aber so, machen wir den nächsten. Da ist die 8. Ich bin gespannt, was für ein Spider-Man wir heute da drin haben. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Spider-Man-Figuren gibt oder so, solche unterschiedlichen Spider-Man-Figuren oder Gestalten, wie auch immer. Ich habe damals die Original-Spider-Man-Filme, kamen damals auf Sat.1, die habe ich da sogar aufgenommen auf VHS und ach du liebe Zeit. Da, wie gesagt, habe ich mir die aufgenommen. Daher kenne ich Spider-Man und natürlich damals aus den Cartoon-Serien. Aber das war ein Film, ich glaube, aus den 80ern. Und ja, die ganzen anderen Spider-Man-Sachen, die kenne ich gar nicht. Wer zum Henker ist das? Das sieht aus wie ein Raumfahrer oder wie ein Roboter. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe so keine Ahnung. Silke. Ausgerechnet heute bist du nicht hier. Jetzt hätte ich mir gewünscht, dass Silke da wäre. Naja. Sie guckt meine Videos ja an, dann kannst du mir in die Kommentare schreiben oder mir eine WhatsApp schreiben, was das für eine Figur ist. So, der letzte, ohne Knete an den Händen, ich habe aufgepasst, machen wir den letzten Kalender auf und suchen die 8. Da ist die 10. 7, 12, 3, 1, 23, 5, 9. 18, 14, 8 da oben. Es ist irgendwas. Eine Nuss. Und als Bild haben wir einen Tannenbaum. Ist doch klar, oder? Dass wir eine Nuss als Schokolade haben und als Bild haben wir einen Weihnachtsbaum. Oh. Ja. So. Das war es für heute.
leider sehr unbefriedigend. Einmal mit dem Escape-Kalender und einmal mit dem Playbook-Kalender. Aber keine Sorge, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen werden wir das nachholen. Da werde ich mir dann extra viel Zeit nehmen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich das kann. Morgen haben wir, Moment, lass mich überlegen, morgen ist Freitag, ne? Ja. Ich schau mal. Vielleicht kommt das Video auch wieder ein bisschen später, aber ich versuche mir morgen extra viel Zeit zu nehmen und dann sehen wir mal, was wir morgen so alles entdecken werden. Macht es gut, habt jetzt noch einen schönen Tag, passt auf euch auf, es ist verdammt kalt geworden draußen und wir sehen uns dann morgen hoffentlich alle gesund und munter wieder. NRW bei 18, adieu.